Also dann. Okay, wir probieren es ein weiteres Mal in Dark Souls 1, Gwinny zu töten. Ich nenne jetzt Gwinny. Das ist mein... Gwinny. Was rennt? Was lauft ihr dann alle hier nach rechts? Naja gut, zuerst mal hallo und herzlich willkommen zurück zum Ende von Dark Souls 1. Tja, in der letzten Folge haben wir eine ganz tolle Bekanntschaft gemacht mit Gwinny. Gwinny ist eine interessante Persönlichkeit, die, wie soll ich es formulieren, mich töten will. Und die wir töten müssen vor allem. Das ist fast noch wichtiger zu sagen, denn er ist der Big Boss. All das, was wir... Was wir bis jetzt gemacht haben, haben wir gemacht, damit wir ihm schlussendlich begegnen können. Die Seelen geopfert, damit wir zu ihm, also ihn denn besuchen dürfen und können. So, ich werde jetzt ein bisschen vermehrt probieren zuzuschlagen, auch wenn er mich trifft, ich werde auch probieren zuzuschlagen. In der letzten Folge habe ich etwas sehr viel geblockt. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich eigentlich wollte, dass es funktioniert. Er hat mega schnelle Schläge drauf, er ist mega brutal, er ist ein großes A-Loch. A steht hier für Ahornbaum natürlich, ich will ihn ja nicht beleidigen. Und wir probieren es, bis wir ihn endlich getötet haben. Ruhig, Freunde, ruhig. Rein. Wieder auf die linke Seite. Jo. Ein bisschen mehr rollen. Ich muss mehr rollen, ne? Wow. Auch mit Rollen funktioniert es nicht so gut. Nein, ach, come on, ich bin gerollt. Das ist genau das, was ich meine. Das habe ich das letzte Mal schon probiert. Bei mir wurde gesagt, ich muss mehr rollen bei ihm, aber das habe ich eben auch schon ausprobiert. Und rollen funktioniert nicht, er trifft einen trotzdem. Ich weiß nicht warum, es macht auch gar keinen Sinn. Boah, das nervt mich, Mann. Komm, das ist einfach nicht wahr. Ich leg dich jetzt um. Arschloch. Ahornbaum meine ich natürlich. Verdammter Ahornbaum. Puh, okay, also. Wenn man hier irgendeinen Kentucky Fried Chicken Stand aufmachen würde, dann wäre der Weg ja nicht so scheiße, dass man, wenn man stirbt, dann denke ich, oh komm, frittiertes Hühnchen. Lecker, nehme ich, essen. Aber haben wir nicht. Wir haben hier nur Sand. Ich hab's ausprobiert, Sand schmeckt nicht. Also ich werde es irgendwann sicher mal ausprobiert haben. Als ich ein kleiner Junge war oder so. Und ich hoffe, ich habe es nur einmal ausprobiert. Ansonsten müsste ich mich selber stark kritisieren. Gut, okay. Wir haben hier keine frittierten Hühnchen. Das heißt, wir beeilen uns. Und töten Gwinny. Wow! Easy bleiben, Junge. Ganz easy bleiben. Ah, ist runtergefahren. Aha. Du bist selber schuld. So. So, ich bin mir am Überlegen, ob ich nicht den Feuerring vielleicht auch anziehen sollte, der mir möglicherweise mehr bringt, aber... I don't know. Ich wollte wieder rollen, es hat wieder nicht funktioniert. Einfach mehr zuschlagen, mehr mit Zuschlagen arbeiten, dann kommt das schon gut. Dann kommt das schon gut. Einfach nur die Ruhe. Ei, ei, ei.
Mach mal halblang, Mann. Warte, warte, warte. Okay. Ihr macht... Wow. Ey, du bist so schnell. Das ist nicht okay. Wow, wow. Wow. Ja, okay. Ich habe die Schläge, glaube ich, raus mittlerweile. Ein bisschen aggressiver sein ist auch gar nicht so übel. Ah! Warte noch. Warte mal! Nein, Momentchen, nicht lange! Scheiße. Und dann habe ich ihn nicht mal getroffen. Das ist die ganze Anstrengung für nichts. Lass mich doch einmal ganz kurz saufen. Oh, er ist wirklich, er lässt nicht locker. So. Das reicht mir schon. Nein! Dann schlägt er einfach nochmal zu. Er kommt einfach, er schlägt einfach durch. Wow. Na. Ah. Ich muss jetzt zuerst saufen. Ansonsten wird das einfach nichts. Ey, das ist so gestört, Mann. Nein! Na! Ah! Ist ja gut. Ich hab doch geblockt. Come on! Come on! Ja, jetzt! Komm! On! Komm! On! Das geht gut so. Nur die Lebenspunkte sind gerade nicht so der Hit. Ja! Den Moment muss ich nutzen. Oh Gott, nochmal. Nein! Ich dachte, er macht nur zwei Schläge. Verdammte Axt! Ich bin noch so knapp davor, dich zu töten. Mach's nicht. Schwieriger, als das es ist. Come on, nein! Nein! Ja! Ja, endlich! Endlich! Er ist tot. Okay, so schwierig war es nicht. Verdammt nochmal. Puh, okay. Das war jetzt... Scheiße, okay. Er ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Ich habe mich ein bisschen schwierig angestellt. Nee, warte, warte. Ich wollte eigentlich... Nicht raus, ich wollte nur was nachgucken. My Lord, bless thy safe return. Let Karth and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness.
Okay, das ist mir bis jetzt, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Man kann, wenn man drin steht, auch zum... Es hat ein Feuer, glaube ich, ein Leuchtfeuer. Und da kann man dann das Leuchtfeuer berühren und dann kommt eine ganz andere Szene. Also, wie es in Dark Souls halt häufig ist, es hat einfach verschiedene Szenen, es hat verschiedene Szenarien, verschiedene Endszenen. Und ich habe das jetzt noch nie gemacht, deswegen habe ich auch Gamer Score gekriegt. Ich habe dieses Ende noch nie gemacht. Ich wusste nicht mal, dass es das Ende gibt. Ist ja cool. Ich glaube, der eine oder andere ist genauso erstaunt wie ich, der Dark Souls 1 durchgespielt hat. So sieht's also aus. Wir sind der neue King in Dark Souls 1. So, für alle, die jetzt den Gedanken haben, hey, spielst du dann das DLC noch? Ich hätte es sehr gerne gespielt. Ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe aber im Store von der Xbox One nachgeguckt, denn ich habe das Spiel Dark Souls 1 habe ich von der alten Konsole sozusagen importieren können auf die neue Konsole, die Xbox One. Da kann ich aber nicht im Store kaufen. Also ich kann es nicht im Store kaufen. Ah nee, warte, ich habe es nicht importiert, Entschuldigung, sondern ich habe es neu gekauft auf der One. Als altes Spiel. Irgend sowas. Naja, ich weiß es nicht. Ist schon ziemlich viele Tage her natürlich. Ich meine, wir sind bei Folge 65, die Endfolge jetzt. Auf alle Fälle ist es so, dass ich in dem Store das DLC nicht kaufen kann. Ich kann die Erweiterung dazu nicht holen, leider. Und deswegen ist das hier das Ende von Dark Souls 1. Das hier ist der Final End von diesem Spiel. Und ich kann an dieser Stelle nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr mich auf dieser Reise hier begleitet habt. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, zuzugucken, wie es mir Spaß gemacht hat, das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich bin von Dark Souls sehr, sehr begeistert. Ich finde es ein tolles Spiel, gerade weil es herausfordernd ist, gerade weil es an den Nerven zerrt teilweise und es dementsprechend cool ist, wenn wir dann gewinnen. Wenn man einen Boss tötet, nachdem man 30, 40 Mal gegen ihn gekämpft hat, das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und beim allerersten Durchlauf von Dark Souls 1 hatte ich dieses Gefühl. Da gab es bestimmte Bossgegner, wo ich wirklich festgesteckt bin, wo ich nicht weitergekommen bin, die richtig schwierig waren. Ich denke da an Ornstein und Smaug. Die zwei sind extrem stark. Das sind zwei sehr, sehr starke Bossgegner. Gerade weil sie zu zweit sind. Die konnte ich jetzt hier in diesem Lauf mit Magie ganz, ganz gut töten. Ich konnte sie mit Magie ohne Probleme weghauen. Und der Endboss hier ist eigentlich auch extrem schwierig. Beim allerersten Mal hatte ich wirklich sehr, sehr lange. Es ist halt so, dass ich jetzt gerade ein extrem hohes Level habe. Also das heißt, die Schläge machen viel Schaden. Ich habe die Ausrüstung gut hochgelevelt. Wir haben uns top vorbereitet für den Endkampf. Und der liebe Gwinny hatte eigentlich gar nicht so eine große Chance. Ich habe aber gesehen, wenn ich durchgehend zugeschlagen hätte, dann wäre er wahrscheinlich schon viel, viel schneller umgefallen. Tja, was gibt's noch zu sagen? Dark Souls 2 wird natürlich folgen. Ich werde wahrscheinlich ein klitzekleines Päuselein machen. Kommt halt drauf an, wann man das Video hier guckt. Ich werde es ansonsten in der Infokarte noch einbauen, falls ich dann anfange mit Dark Souls 2. Das wird auch nochmal eine lange Reise. Dark Souls 2 ist ein herrliches Spiel, ist stark nach Dark Souls 1 nachempfunden natürlich. Und ich habe so das Gefühl, dass die Dark Souls-Teile von der Grafik nicht so wahnsinnig große Sprünge machen und der Spielstil bleibt immer ein bisschen der gleiche. Aber das ist nicht schlimm, weil genau das Spiel ausmacht. Das macht das Spiel aus und wenn einem dieses Spiel so in diesem Gebiet gefällt, dann kann man das auch richtig genießen. Tja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, dass ihr mit mir Dark Souls 1 durchgezockt habt.